De Merseburger Dam viert op 1 oktober 2021 haar 1000ste jubileum. Een bijzonder moment. Onze local neemt je graag mee in de verhalen over de Dam en de Merseburger toverspreuken. Mijn naam is Beate Tibbel en schon seit 30 jaren darf ich an diesem wunderschönen Ort sein. Ja, meine Aufgabe hier in Merseburg ist es, den Menschen einfach zu zeigen, wie schön der Dom ist. Wir sind hier 20 Meter über der Saale. Der Dom umfasst eben das Areal. Dom, der Kreuzgang hier, Domschatz, Kapitelhaus. Mein Favorit, die Merseburger Zaubersprüche. Diese magischen Formeln, die wurden 1841 entdeckt und die Brüder Grimm haben sie veröffentlicht und übersetzt. Der erste Spruch, das ist die Befreiung der Gefangenen. Invar Vigandum. Vor 1000 Jahren ist auch noch die Grabplatte von dem Gegenkönig, von Heinrich IV. Hier, der Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden mit dem Gang nach Canossa, eine spannende Geschichte. Und im Domschatz haben wir dazu eine mumifizierte Hand. Wenn sie es wirklich ist, die Hand vom Gegenkönig, dann wäre sie über 900 Jahre alt. Die Besucher sollten auf keinen Fall verpassen, das Erlebnis Orgel. Hochkarätig, internationale Musiker kommen hier, um an dieser Orgel zu spielen. Das ist der höchste Klanggenuss. Ich hoffe, dass die Besucher die Stadt mit meinen Augen natürlich auch sehen. Wenn man erzählt über die Geschichte, dass sie noch viel mehr entdecken, als man auf den ersten Blick eben sieht. Das wäre schön, wenn das gelingt. Und ich freue mich immer, wenn das mir im Dom gelingt bei den Besuchern, wenn sie sagen, jetzt haben wir das erst gesehen.